Das gefällt mir gerade gar nicht, was ich hier sehe. Kann man die anvisieren? Nee, ne? Kann ich leider nicht. Ey, warum schießt er nicht? Das macht Bahek hier. Der hüpft erstmal dreimal durch die Gegend, aber schießt nicht. Das finde ich jetzt gerade nicht gut, was er da gemacht hat. Wow. Jetzt. Schießen. Gut. Hat er gemacht. Ich bin die Große in seinem Auge. So, und nu? Wo bist du nu? Verdammt. So, man hat ja am Bildschirmrand sowas wie eine Indikator, wo sie sein wird. Oh. Den Zorn des Sonnengottes spüren. Okay, ich hoffe, das sieht ganz gut aus. Ich weiß es nicht so hundertprozentig. Was macht sie denn jetzt? Wo will sie hin? Okay. Da. Mich bekommst du nicht, Vernichter! Okay, wie gesagt, ist ein bisschen komplizierter hier gerade. Wow. Apophis wird die Duatza reißen. Ach was. Das ist also Apophis. Na, sag das doch gleich. Apophis, die Schlange. Sehr schön. Wo soll ich denn hin? Ich muss mal ganz kurz... Ich gehe nicht in das Tal der Dunkelheit! Ja, ja, aber ich habe vielleicht keine Wahl. Hallo? Ich hänge. Hä? Was ist denn das hier für ein komischer optischer Effekt? Okay. Wo taucht sie auf? Da oben. Was für ein Kampf. Ich hoffe, dass ich mich noch ganz gut schlage. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Weil Problem ist halt... Mich bekommst du nicht, Vernichter! Ich arbeite daran, möglichst nicht zu sterben. Ich habe aber nicht mehr so viel Platz hier zum Kämpfen, wie ich gerade feststelle. Wo ist er? Ich bleib absichtlich gerade stehen. Also nicht wundern, ich bleib hier absichtlich stehen. Damit ich vielleicht gute Schüsse abliefern kann. Ja, es ist ein wenig komplizierter hier der Kampf. Ich werde dich vernichten! Irgendwas hin. Stirb, Seelenfresser! Das war ein Kampf. Wie? Soll ich jetzt steuern? Oh, ich kann steuern. Cool. Ich dachte, er steuert die automatisch oder es gehört noch zur Zwischensequenz, aber... was war denn das für eine Schlange? Und ich bin beeindruckt, dass ich es im ersten Anlauf geschafft habe. Und was ist das hier? Papo? Papo?
Ich darf... Was siehst du? Ich darf wieder die Kamera steuern und wahrscheinlich ihn auch. Überraschend, wo wir hier sind. Gut, er hat seine Seele wieder. Bringst du mir das Jagen bei? Naja, vielleicht. Ist ja schade. Achtet mal darauf. Das Getreide ploppt durch ihn hindurch. Er verdrängt es nicht. Das ist schade. Da hätten sie ein bisschen mehr Detail reinpacken können. Vielleicht eben eine vorgegebene Werte. Was ist denn jetzt los? Ich habe nichts gemacht. Und was hat der Junge ihm gesagt? Fragen über Fragen. Wie soll ich denn jetzt diesen Traum deuten? Also... Wird Siva jetzt zur Ruhe kommen? Ich gehe zum Saragina-Lager. Mal sehen, ob es stimmt, was in diesem Brief steht. Warum sagt er denn das jetzt? Sie sind zurück. Sicher vor dem, der ihre Augen im Dunkeln schließt. Mein Kind lebt. Reiset die Götter. Was siehst du? Dein Feind und der Ihre sind derselbe. Lehne das Essen im Tempel ab. Er, der es macht, vergiftet deinen Leib mit dem Fleisch der Toten. Geh und erschlage den Frevler und erlöse Memphis von dem Bösen. Gepriesen sei er, der uns alle erlösen wird. Die essen hier Tote? Und das hat der durch... Ich weiß auch nicht. Der konnte ja den Traum, den wir gerade erlebt haben, gar nicht mitsehen. Ne? Das ist ja unmöglich. Unsere Halluzination konnte der nicht mitkriegen. Vielleicht hat er... unsere Kommentare gehört, wenn wir irgendwie gemurmelt haben oder geschrien haben im Traum. Das ist denkbar, aber andersherum, das, was er gesagt hat, muss er schon vorher gewusst haben, dass der, ja, ich sag mal, im Tempel, dass die da Tote servieren. Das muss er schon vorher gewusst haben. Okay, wir reden nochmal mit ihm. Wenn du selbst den Rat eines Sehers suchst, komm wieder in der Fülle der Zeit. Nee, auf keinen Fall, ich geh mal. Danke. Auf keinen Fall. Ich hab genug von dem, was der da mit uns gerade gemacht hat. Das reicht für 3 Leben. Da muss ich nicht noch zurückkehren. Aber ich komme hier nicht raus. Wie komme ich denn hier raus? Wo ist denn der Eingang? Ich sehe den Eingang sehe ich nicht. Hä? Wo ist denn die Tür? Hier nicht. Der ist doch vorhin einfach an einem Vorhang oder so vorbeigegangen. Und dann war er hier drin. Ach, da! Gut versteckt. Was? Wach auf. Erfolg freigeschaltet. Absolviere die Traumsequenz in der Hauptquest. Hab ich gemacht. Unfreiwilligerweise, aber habe ich wohl gemacht. Ah ja. Mein Liebster. Geht es dir gut? Viel besser, wenn ich dein Gesicht sehe. Wie kommt sie denn jetzt hierher? Das ist überraschend. Da ist etwas Fremdes in deinen Augen. Was beschäftigt dich? Träume. Von unserem Sohn. Ayek. Die Frau des Hohepriesters wurde vergiftet. Ihr Seher behauptet, dass der Giftmischer unser Feind ist. Die Echse? Ich glaube schon. Der Apis-Stier steht auch an der Schwelle des Todes. Gehen wir zum Tempel. Unterwegs sprechen wir über deine Träume. Komm,
Mit dem Boot geht es schneller. Aha, wie also, in Venedig. Wie fühlt es sich an, der Magi von ganz Ägypten zu sein? Manchmal ist es wie einen Ameisenhaufen zu hüten. Aber ich bin stolz, den Bedürftigen zu helfen. Das bin ich auch. Und stolz, der Königin zu dienen. Hast du den Hohepriester gesprochen? Ja, vor der Ankunft der Königin. Sie kommt nach Memphis? Ja. Die verbannte Herrscherin kommt ins Herz des alten Ägyptens. Das wird dem jungen Ptolemäus nicht entgehen. Mein Herz springt vor Freude, dich zu sehen, Bayek. Ah ja. Du bist der einzige Lichtblick in meinem Leben. Ich will dich wieder an meiner Seite. Ich bin an den Dienst der Königin gebunden. Und unser Bund? Bedeutet so viel wie immer. Aber wir kennen die Taten des Ordens. Bekämpfen wir ihn Schulter an Schulter. Ich gab der Königin mein Wort. Was tat sie für dich, das ich nicht auch tat? Sie hebt meinen Blick zum Horizont. Ich werde unseren Verlust immer betrauern. Immer. Doch ich muss eine Welt schaffen, die größer ist als unser Schmerz. Auf das keine Mutter mehr durchmachen muss, was ich erlebt habe. Wenn ich die Echse getötet habe. Wenn du die Echse getötet hast, verlasse ich Memphis. Dann folge ich dir. Lass uns gemeinsam jagen, so wie früher. Ich glaube... Du sprachst von beunruhigenden Träumen. Willst du mir von ihnen erzählen? Nein. Ich möchte dich nicht belasten. Irgendwann müssen wir darüber reden. Wenn der Sand sich legt. Wenn der Sand sich legt. Wann wird das sein? Bald, hoffe ich. Ja, ich habe ein bisschen den Eindruck, hier kriselt es in der Beziehung. Sie ist sehr ehrgeizig, scheint ihn ein wenig zurückzustellen in der Beziehung. Also sozusagen ihre eigenen Ziele stehen über allem anderen. Aber na gut, kann natürlich auch sein, dass das zu der damaligen Zeit ja so war. Wobei, ich weiß gar nicht, welches, ich sag jetzt mal, Rollenbild die Frau damals eingenommen hat. Kleopatra war ja die Herrscherin. Also waren Frauen wahrscheinlich auch, na, ich habe keine Ahnung, ob die hoch angesehen waren oder nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil, ich sag mal, wir hatten ja eine sehr lange Zeit, dass Frauen halt nicht gleichberechtigt wie Männer waren. Das hat sich ja mittlerweile geändert, ne? Also ist auch gut so, dass sich das geändert hat. Aber wie das zur damaligen Zeit war, also besonders hier in Ägypten, ob die da gleichgestellt waren oder ob es da das typische Männer-Frauen-Verhalten gab, dieses klassische, was man so kennt, das weiß ich nicht, ob das damals existiert hat. Also in Rom wüsste ich, glaube ich, ja, da waren immer die Männer die Herrscher. Aber wie gesagt, Kleopatra war ja die Herrscherin hier, also ich weiß es nicht. Ne? Da müsste ich mich mal auch erstmal belesen und so weiter. Und wie ich ja schon mal sagte, selbst die Historiker können es, denke ich, nicht wirklich wissen, wie das normale Leben dort gewesen ist, weil man hat damals nicht gelebt. Man kann es zwar aus allen möglichen Texten und so weiter rekonstruieren, aber ob es dann auch wirklich stimmt, was man da rekonstruiert hat, das ist so eine Sache für sich. Ne? So eine leichte Fehlertoleranz wird ja bei fast allem drin sein. Und da ist eben die Frage, ob man genug Texte von normalen, also normal lebenden Bürgern, sage ich jetzt mal, also nicht in gehobenem Stand oder in Regierungskreisen oder so hat, das weiß ich halt absolut nicht. So, wir kommen auf jeden Fall mal an und sind gespannt, was dann passiert. So, sie geht da lang, ich gehe mal da lang. Und wie gesagt, ich bin überrascht, sie hier zu sehen. Wie sie uns gefunden hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, sie hat ja nicht Senu. Aber trotzdem wusste sie wohl, wo wir sind. So, wir haben es eilig. Entschuldigung, Diane. Den Papyrus finden wir immer noch nicht. Und mal schauen, was hier dann uns erklärt wird. Ich denke, ich mache die Hauptquest weiter. Ne? Also wir haben zwar noch ein paar Nebenquests hier, aber ich denke, ich mache jetzt erstmal diese Hauptquest hier. Ich will der Echse das Handwerk legen, wenn die hier Tote serviert. Das geht gegen jeden kulinarischen Aspekt und deswegen, da müssen wir einschreiten. Wo sollen wir anfangen? Geh du zum göttlichen Stier. Ich spreche mit den Priesterinnen. Ach, natürlich. Lass mich nur den Stall ausmisten. Na klar. Wir gehen zum Stier, reden mal mit dem. Aber bevor ich das mache, rede ich mal mit ihm.
Hey, fütterst du den Apis-Stier? Nein. Um sowas kümmern sich für gewöhnlich die Priesterinnen. Weißt du, wo sein Futter gelagert wird? In dem Gebäude, dort drüben bei der Treppe. Aber es wurde abgeschlossen, als der Stier krank wurde. Hab Dank. So, na dann. Das Futter könnte schuld an der Krankheit sein. Aber ich muss ganz sicher gehen. Ja, das... Ich brauche mehr Beweise. Das machen wir. Wir gucken uns mal hier ein wenig Getreide an. Futter für den Stier. Der Rest wird vermutlich in diesem Schuppen gelagert. Komm ich da rein? Entschuldigung, es ist wichtig. Das sind hier offizielle Untersuchungsgeschichten, deswegen ich musste mal ganz kurz die Tür eintreten. Um hier mir... Was ist das? Eine Kette? Pfirsichkerne. Wenn der Apis-Stier damit gefüttert wurde, erklärt das seinen Zustand. Und diese Kette hier. Eine der Zwillingspriesterinnen hat so etwas getragen. Mal sehen, ob eine von ihnen weniger um den Hals trägt. Woher weiß er das mit den Zwillingspriesterinnen? Ich glaube, mit denen hat er doch bisher noch nie gesprochen. Hätte ich erst mit ihnen reden sollen? Seid gegrüßt, Schwestern von Osiris. Wie ich dachte. Eine der Priesterinnen trägt ihre Kette nicht. Wie lange dient ihr schon in diesem Tempel? 2 Monate, seit der neue Stier auserwählt wurde. Und ich diene der Königin, die sich sehr wünscht, dass Apis wieder gesund wird. Erzählt ihr mir von eurem Tagesablauf? Es ist jeden Tag dasselbe. Wir wachen zum Morgengebet auf und füttern dann den Gott. Wir segnen sein Futter. Einer gibt ihm frisches Wasser und macht seinen Dreck weg. Sieht einer seiner Pfleger irgendwie verdächtig aus? Warum? Ja, der, Bauer. Ich fand immer, dass der Bauer, der sein Futter bringt, zwielichtig aussieht. Du solltest ihn befragen. Ihn befragen? Nein. Ich finde diesen Bauern und dann sorge ich mit meiner Klinge für Gerechtigkeit. Warte, willst du nicht erst mit ihm reden? Nicht nötig. Der Verdacht jener, die den Zwillingsgöttinnen geweiht sind, ist genug. Er hat sich gegen den Gott versündigt. Er muss sterben. Meine Schwester war etwas vorschnell. Der Mann könnte unschuldig sein. Er ist unschuldig, weil die beiden sind schuldig. Ob es krank ist. Ja. Ja, und ich auch. Finde ich den Grund dafür in seinem Quartier? Ja, Nebet. Dann warten wir auf die Rückkehr meines Kameraden, bevor wir Recht sprechen. Ich stehe daneben. Ich weiß doch schon alles. Ich warte doch nur darauf, dass ihr fertig seid mit dem Geräte, mit dem Sprechen. Und warum habe ich hier gerade... Ah, Mann, die heult da gerade ein bisschen. Ich gehe mal 2 Meter weiter weg, weil das, was ich noch sagen wollte, kann ich auch... Warum wird die nicht leiser? Still, Tave. Danke, endlich. So, das, was ich sagen wollte, bevor ich mit der rede, kann ich auch noch 2 Meter weiter weg, wollte ich ursprünglich sagen, aber jetzt gehen wir wieder ran. Warum habe ich hier so ein bisschen den World of Warcraft-Effekt? Alle wichtigen Personen in World of Warcraft sind größer als alle anderen. Da müsst ihr mal drauf achten. Alle Bosse sind überdimensional groß, aber auch wichtige Charaktere, die so auftauchen, die eben irgendwelche Quests geben oder einfach nur wichtig sind für die Storyline, sind größer dargestellt. Und jetzt achtet mal bitte auf die Größe von Arya. Sie ist größer als wir, sie ist größer als die anderen beiden. Das ist so ein bisschen wie bei World of Warcraft. Die wichtige Hauptperson sticht hervor durch die Größe. Warum? Naja, gut. Bei mir ist es vorher noch nie so aufgefallen, dass sie größer ist als wir. Aber sie ist wirklich ein Kopf, also einen halben Kopf fast, also ein bisschen größer. Ein Kopf vielleicht nicht, aber sie ist größer dargestellt. Und ich weiß gar nicht, warum. Das wirkt in den Zwischensequenzen nicht so komisch. Okay, also, ich sag mal, das fällt hier nur so auf. Ne? Also es fällt jetzt sozusagen auf, weil wir wirklich 2 kleine Figuren haben, eine mittlere und eine große Figur. Das ist im Prinzip nicht komisch, wenn eine Frau größer ist als ein Mann. So meinte ich das gerade nicht. Es gibt halt unterschiedlich große Menschen, egal wie welches Geschlecht sie haben. Ja, das muss man auch mal so festhalten. Aber ich meinte das in Bezug auf, das ist die Person, die man anspricht und deswegen ist die größte. So, ne? Also, wie gesagt, das haben manche MMOs, World of Warcraft besonders, da ist es extrem, finde ich immer. Und deswegen, das war gerade so ein kleines Déjà-vu. So, ich rede jetzt mal mit ihr, denn ich weiß doch, wer hier den Stier vergiftet hat. Er steht links, hat keine Kette mehr. Das ist eine heimtückische Art, ein Tier zu vergiften.
Meine Schwestern, das war sicher ein Versehen. Einer, vielleicht. Aber kein Scheffel. Wir mussten Pankratas retten. Hä? Wen? Unseren Bruder. Banditen haben ihn verschleppt, als wir über den Markt gingen. Sie zwangen uns, den Gott zu vergiften. Sie wollten unserem Bruder den Krokodilen vorwerfen, wenn wir... Wir haben seitdem keine Nacht geschlafen. Es tut mir so leid. Wir hatten keine Wahl. Wir wollten nicht... Hier ist etwas faul. Das hier ist kein Fluch. Der Orden wird dahinter stecken. Geh ohne mich zum Tempel der Hathor. Ich lass die Zwillinge nicht allein. Ja, ich rede nochmal mit den beiden. Man sagt, es ist im Tempel der Hathor spukt. Sei vorsichtig. Bayek ist an Gespenster gewöhnt. Ich bin selbst das Gespenst. Schnell, geh zum Tempel der Hathor. Rette unseren Bruder. Na gut, dann mache ich das mal. Ich habe aber keine Ahnung, wo der Tempel der Hathor ist und wie ich da rauskomme und hier rauskomme und überhaupt. Hier ist ein Dach, hier ist ein Dach, hier ist kein Dach. Huch, da ist auch ein Loch. Na, brauche ich gar nicht oben rüber. Dann gehen wir hier durch die Wände. Ist übrigens ein Sicherheitsproblem, wenn da ein Loch in der Wand ist. Und natürlich auch ein, ja, ich sag jetzt mal Wetterproblem und so weiter. Da kann es reinregnen. Was? Missionsziel? Xenu, habe ich ja ganz vergessen. Vor dieser Aufnahmesession habe ich nämlich ein paar Tage lang nicht spielen können, gebe ich zu. Ich habe ja ganz vergessen, dass wir diesen niedlichen kleinen Adler haben. So, entschuldigt, ich muss mal hier runter. Und dann ignoriert mich mal ganz kurz. So, wie komme ich jetzt da elegant rüber, ohne nass zu werden? Gar nicht. Wir machen das mal anders. Wir gehen jetzt hier mal durch die Wasserpfützen. In die nächste Wasserpfütze, weil das ist gut so. Und dann gucken wir mal, guten Tag, die Dame. Ich wollte sie nicht erschrecken. Ich kam gerade vom Baden. Ja, so, ist das hier Sperrgebiet? Ist das hier kein Sperrgebiet? Das ist Sperrgebiet, weil wir haben da nämlich einen Schatz. Wir haben da Rette sie. Okay, wir sind wieder mal in einer Festung mit ganz vielen Leuten. Da hinten ist ein Hauptmann oder was das da ist. Gut. Das könnte ein bisschen komplizierter wieder werden, weil je größer die Festung, desto schlimmer wird es. Dann gucken wir mal. Es muss doch mehr als einen Schatz geben. Würde mich wundern, wenn es hier nur einen einzigen Schatz gibt und einen Hauptmann. Aber vielleicht wirkt das hier auch nur viel größer, als es wirklich ist. Na gut. Ich werde sehen. Ich versuche mich mal da dran, hier so halb reinzukommen. Neuer Ort. Tempel der Hathor. Hey, was? Entschuldigung. Das war knapp. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Typ mich von da oben sieht. Und ja, die Speere, die jetzt sozusagen hier in der Gegend rumhängen, die sind absolut unwichtig. Uiuiui. So, komme ich hier irgendwie hinter den? Man weiß ja nie. So, hallo. Entschuldigung, sie standen im Weg. So, das war der erste. Wir gucken mal, habe ich hier... Nee, ich kann leider nicht gucken, wie viele Leute hier im Wege stehen. Aber wir kommen hier rüber. Also ich kann hier nicht mit links runterdrücken irgendwo sehen, wie viele Leute wir hier als Wachen haben. Was ein bisschen schade ist, dass wir das nicht können. So. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ein Hauptmann, ein Schatz. Also gut, das Ding sieht größer aus, als es ist. Und beides ist irgendwo da hinten, wenn ich mich recht erinnere. Da ist der Schatz und da ist der Hauptmann. Okay. Gut. Das kriege ich doch hin hier. Das wird doch locker flockig aus dem Handgelenk, hoffentlich. Und die Mädchen in der Taverne sehen sich nach meiner. Aber wir müssen sie leider alle enttäuschen.